So she can't translate it. A Mikrofon. Mikrofon kommt gleich. Einen Moment. Hören Sie jetzt was im Mikrofon? Bei der Übersetzung? Hola, sí. Jetzt eventuell. Ahora sí. David Niebla para el Diario Deporte. Max, bienvenido de nuevo a Sevilla. Te preguntaba por cómo estás físicamente en este inicio de temporada. ¿Cómo está el equipo? Lleváis una gran racha en competición liguera y también en Europa. ¿Cómo afrontas el partido en tu vuelta a Sevilla, en tu vuelta al Pizjuán? Ja, wir sind sehr, sehr gut als Mannschaft gestartet. Aus 11 Spielen 11 Siege geholt. Ja, es sind bis auf den Sladi, glaube ich, eigentlich alle Spieler topfit. Von dem her freuen wir uns, dass es jetzt auch mit der Champions League ausgeht. Ja, es ist natürlich schön, dass ich wieder nach 2 Jahren zurück nach Sevilla komme. Vor allem in einem Champions League-Spiel, das habe ich ja damals mit Sevilla nicht erleben dürfen. Ja, ich freue mich riesig, dass ich wieder da bin, dass ich auch wieder die Atmosphäre hier genießen kann. Und ja, dass wir ein super Spiel gegen Sevilla abliefern. Buena por aquí, Max. Mari Mijen para La Colina Nervión. Bienvenido de nuevo a Sevilla. Quería preguntarte sobre el rival de mañana, de tu antiguo club. Hay todavía jugadores antiguos, compañeros tuyos de la plantilla, como Jesús Navas o Munir. ¿Qué esperas mañana del Sevilla de Julen Lopetegui? Ja, ich freue mich natürlich riesig, wieder hier zu sein. Und ja, es ist natürlich ein spezielles Spiel, wenn man gegen einen seiner Ex-Vereine spielt. Ja, so viele Spieler, mit denen ich damals vor 2 Jahren gespielt habe, sind ja nicht mehr da. Ich glaube, einer der wenigen ist noch Jesus Navas oder Jules Condé. Von dem her freue ich mich natürlich auch, mit ihnen das eine oder andere Wort dann nach dem Spiel zu wechseln. Aber ja, natürlich ein spezielles Spiel für mich und ja, ich freue mich drauf, wie ich schon gesagt habe. Weitere Fragen? Preguntas? Valentin. Frage an den Max Weber. Wie schaut es mit deinem Gesundheitszustand aus? Und du hast Jules Koundé angesprochen. Der ist jetzt nicht der größte Innenverteidiger. Was zeichnet den dennoch aus? Er ist zumindest einer der teuersten in Spanien. Ja, ich habe heute noch den einen oder anderen Test gemacht und fühle mich gut und ja, werde jetzt auch das Mannschaftstraining voll mitmachen. Ja, von dem her denke ich, dass ich bereit bin oder 100% bereit bin für morgen. Ja, ich habe den Schulz leider nur kurz kennengelernt, damals in der Vorbereitung, dann bin ich ja schon nach Salzburg los, aber ja, er ist ein irrsinnig schneller Spieler, sehr gut mit dem Ball und trotz seiner Körpergröße ist er trotzdem irrsinnig kopfballstark, hat extreme Sprungkraft. Ja, und das hat er einfach über die letzten 2 Jahre bewiesen und ich glaube deswegen im Moment sogar der teuerste Innenverteidiger in der La Liga. Christoph, bitte. Eine Frage an den Trainer. Es ist Ihr erstes Spiel als Trainer in der Königsklasse. Man sieht es auch, so viele Leute sind normalerweise in Salzburg nicht dabei. Wie geht es Ihnen damit? Wie groß ist die Nervosität vor diesem großen Spiel hier in Sevilla? Erstmal hallo in die Runde. Mir geht es sehr gut und bei mir herrscht absolut nur die Vorfreude. Anspannung oder Nervosität verspüre ich aktuell noch gar nicht. Ich hoffe mal ein Stück weit, dass es morgen kommt. Ich glaube, das ist auch normal, dass da eine kleine Form von Anspannung da ist. Das ist auch natürlich, aber aktuell überwiegt absolut die Vorfreude. Muy buena, Flor Ferrera para Informa Fútbol. Una pregunta para el entrenador. Julen Lopetegui ha hecho hoy una rueda de prensa. ¿Cómo recibe usted los halagos hacia vuestro equipo? Gracias. Grundsätzlich freut mich das, wenn es auch außerhalb Österreichs registriert wird, dass
wir einen attraktiven Fußball spielen, dass wir einen konsequenten Weg gehen. Und von dem her ist es eine Auszeichnung an die junge Truppe, die das Woche für Woche jetzt in der Vergangenheit richtig gut gemacht hat. Und jetzt schauen wir mal morgen, ob wir das Gleiche raushauen können und vielleicht hier in Sevilla für eine kleine Überraschung sorgen können. Daniel Kulowitz. Hallo Coach, eine Frage an den Trainer und auch dann an den Maxi gleich im Anschluss. Coach, Gratulation zu der Saison, die ihr euch ja dann quasi jetzt in die Champions League gebracht hat. Wird das jetzt sozusagen dieser erste echte Prüfstein für diese Mannschaft, auf die sich ja sozusagen auf alles konzentriert hat, auf diese Champions League und wo alles enden soll, wenn man erfolgreich war? Wird das der erste echte Prüfstein für ihre Mannschaft? Und Maxi, eine Frage an dich, du bist ja in dieser Mannschaft quasi der Routinier, in dieser jungen Mannschaft. Wie sehr, da wird noch Kabel verlegt, freust du dich, dass du da sozusagen ein bisschen ein Leader-Typ sein kannst, gerade in diesem Stadion? Und wie denkst du, wird die Mannschaft in welcher Verfassung sein, wenn es heißt Champions League und die Hymne geht an und so viele junge Spieler als jüngste Mannschaft in der Champions League-Gruppenphase? Matthias. Ich glaube, ein Stück weit den Prüfstein haben sie schon bestanden mit den zwei Quali-Spielen. Haben sie sich das einfach verdient, jetzt hier in der Champions League dabei zu sein. Und jetzt geht es darum, mit großer Freude an die ganze Sache ranzugehen. Das ist für die junge Truppe, für die jüngste Truppe sogar jetzt dieses Jahr in der Champions League einfach eine Riesenchance und eine Herausforderung zugleich, sich jetzt mit den Besten der Besten zu messen. Und ich freue mich einfach drauf. Ja. Die Jungs sollen sich belohnen für den Aufwand der letzten Wochen und Monate. Und ich bin gespannt, wie sie es angehen morgen. Buenas, Mari, dije para poner bien. Falta pregunta, Max. ¿Para Max? No. Max, antwort, toma. Ok. He's answering. No, para entrenador no pregunto. No. Perdón. Después. Jetzt, glaube ich, Max. Versuch mal. Gracias. Grenada. Die Mannschaft ist richtig, richtig, richtig heiß. Für viele ist es ja überhaupt das erste Champions League-Spiel überhaupt. Und wir haben jetzt natürlich schon in den zwei Playoff-Spielen die Hymne schon mal gehört, aber haben genau gewusst, okay, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Und ich glaube, morgen, wenn sie dann ertönt, glaube ich, werden alle vor Stolz erfüllt sein, diesen Moment genießen und auch einmal kurz innehalten, was wir bis jetzt schon erreicht haben. Und ja, dann werden wir richtig heiß sein und unseren Fußball zeigen und ein Erlebnis hoffentlich für alle schaffen, das wir nie wieder mehr vergessen werden. Ahora sí, gracias. Una pregunta para Matías, entrenador del Salzburgo. Julen Lopetegui comentaba en rueda de prensa que el Salzburgo era probablemente uno de los mejores equipos físicamente debido a la pretemporada, a los playoffs de UEFA Champions League, que empezaste la liga muy pronto. ¿Qué espera, aparte de los halagos de Julen Lopetegui, uno de los mejores entrenadores del fútbol actual a nivel europeo, qué espera mañana del Sevilla Fútbol Club, un equipo tan ofensivo y que le gusta tener la pelota y ser el dominador del juego? Ja, grundsätzlich haben wir sie ja auch analysiert und ihre Stärke liegt ganz klar im Ballbesitz. Sie haben da ganz klare Muster, die sie immer wieder spielen und natürlich im Kader eine unfassbare Qualität an Einzelspielern. Von dem her wird es morgen eine richtige Challenge für unser Team, für unser junges Team. Und was der Trainerkollege schon angesprochen hat, natürlich werden wir über eine aggressive, mutige Art und Weise von Fußball entgegengehen und die Herausforderung annehmen. Und dann freue ich mich, wie gesagt, einfach drauf, wie es die Jungs morgen machen. Por aquí, Mister. Hemos analizado un poco el juego de vuestro equipo. Hemos visto ese rombo en el centro del campo. También en balón parado, 4 goles solo encajados en todos los partidos de liga. ¿Se espera un partido más defensivo o espera que la defensa sea la que le pueda dar puntos mañana aquí en Sevilla? Grundsätzlich glaube ich, dass wir in der Liga einfach auf eine andere Herausforderung treffen, wie morgen es der Fall sein wird. Deswegen kann man die Spiele sicherlich nicht vergleichen. Der Liga-Alltag sieht ein bisschen anders aus bei uns. Da sind wir immer klarer Favorit. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Ballbesitz. Und morgen ist sicherlich Sevilla der Favorit. Und wir müssen alles dagegen halten, was in unserer Macht steht. Und hoffentlich, wie gesagt,
reicht das dann für eine Überraschung? Daniel Kulowitz. Servus, noch eine Frage an den Maxi. Als du geboren wurdest 1998, hat der Toni Polster uns zur WM geschossen quasi, mehr oder weniger. Wie schaut es denn eigentlich aus? Man sieht Toni Polsters Galionsfigur draußen an der Fassade. Ist da noch ein bisschen Hauch Österreich? Du hast ja auch hier gespielt. Wie groß ist er noch, dieser Name, und wie groß ist Österreich hier in Sevilla? Ja, Toni Polster, denke ich, sehr groß. Denn Österreich als Land, denke ich, wird jetzt nicht so als Fußballnation gesehen, aber ja, er ist natürlich eine Legende, und damals, wie ich da hier präsentiert worden bin, hat es dann auch im Zuge dessen eine kleine Rundtour ums Stadion gegeben und auch ins Museum, und da steht dann der goldene Schuh von Toni Polster. War schon sehr, sehr cool, dass ja, Sevilla auch mit österreichischen Fußballern verwurzelt ist. Und ja, auch damals im Staff waren einige Spieler, die auch mit ihm zusammengespielt haben, beziehungsweise ihn auch kennengelernt haben, und die haben alle mit ihm geschwärmt, was für ein super Typ er ist. Ja, also ich glaube, jeder, der ein riesen Sevilla-Fan ist, kennt den Namen Toni Polster. Gibt es noch Fragen? Da drüben, Alexander Ananov. Vielleicht können die Kollegen helfen. Ja, aiutar, por favor. Alex, sagst du nochmal auf, bitte. Mit der Maske. Eine Frage an den Trainer. Für viele Spieler wird jetzt morgen das erste Champions League-Spiel sein. Was gibt man denen mit auf dem Weg? Ja, ich habe heute schon ein Stück weit appelliert, dass sie einfach mutig, frech auftreten sollen, wie sie es auch in der Liga machen, und das Ganze auch ein Stück weit genießen. Ja. Wie Sie schon gesagt haben, es ist für viele das erste Mal auf Champions League-Bühne. Und das ist einfach eine Riesensache. Dafür haben sie hart gearbeitet, und jetzt sollen sie sich belohnen und mit einem breiten Grinsen ins Spiel gehen. Und dann geht es letztendlich in allen Spielen darum, jetzt in der Champions League halt schnell zu lernen. Ja, bei so einer jungen Truppe, egal was es ist, aus jeder Situation, aus jedem Erfolg, aus jedem Misserfolg, aus jeder Halbzeit. Und wenn wir das machen, dann entwickeln wir uns als Team, als jeder einzelne Spieler lernt dazu. Und ich glaube, dann wird man eine sehr gute Champions League-Saison spielen. Gibt es noch Fragen? Ja, dann sagen wir herzlichen Dank, dass so viele Medienvertreter mit dabei waren. Wir freuen uns darüber. Wir freuen uns jetzt auch auf das Training um 19 Uhr. Die ersten 15 Minuten sind frei für Medien. Danke vielmals und einen schönen Abend. Gracias. Schönen Abend noch. Hasta luego. Telefonica und Sky und den spanischen Sender auf Englisch.